Mein Name ist Martina Meyer-Heil. Ich bin Künstlerin hier. Ich habe mein Atelier hier am Haferkamp und bin seit 1990 hier in diesen Räumlichkeiten und bin in den 80er Jahren, 81, aus Duisburg nach Münster gezogen fürs Studium. Bin dann nach dem Examen nicht ins Lehramt gegangen, sondern bin freie Künstlerin geworden. In diesem Frühjahrssalon zeige ich sozusagen zwei Schienen, zwei Ebenen. Ich habe in den letzten Monaten mit Peter H. Adorf zusammengearbeitet, und zwar unser Projekt Easy Peggy. Da habe ich so einiges gerade hier präsentiert, eine halbe Wand. Und da arbeiten wir erstmals intensiv zusammen. Peter Adorf ist eher ein abstrakter, informeller Künstler, der eben mit sehr farbigen Flächen arbeitet, und diese farbigen Flächen inspirieren, und so haben sie mich auch inspiriert, und ich habe dann aus diesen Flächen etwas rausgearbeitet, meine typische Figuration. Überall guckten mich Figuren und Gesichter an, und ich habe das dann, indem ich was weggenommen habe, die Farbigkeit zurückgenommen habe, Linien und schwarze Flächen reingesetzt habe, meine Figuration, meine Welt in seiner Welt rausgearbeitet. Der Frühjahrssalon wird immer von Peter und mir organisiert. Wir machen das jetzt schon das 13. Jahr. Wir haben da eine kleinere Auswahl an Künstlern. Das sind hauptsächlich Leute, die auch Flachware machen. Im Herbst, am letzten Oktoberwochenende, gibt es nochmal die offenen Ateliers. Und bei den offenen Ateliers ist noch viel mehr zu sehen. Machen noch mehr Künstler mit. Ja, das ist natürlich wichtig, gerade für Münster, weil hier alles immer so schön ist und renoviert, und deswegen ist es ganz toll, dass man auch mal was Spröderes hat, einen spröderen Kern und eine andere Seite von Münster zeigt. Und dieser Bereich wird ja nicht nur von Münsteranern heimgesucht, sondern hier kommen auch Leute aus dem Ruhrgebiet hin. Der Haferkamp hat ja schon gerade in der Disco-Szene einen ganz weiten Ruf. Und ich finde es eben sehr wichtig, und ich finde es ganz toll, dass wir dieses Projekt erhalten konnten. Erst haben wir immer nur Mieten für ein Jahr gehabt, und das hat sehr lange gedauert. Ich glaube um die 10 Jahre, bis wir richtig anerkannt worden sind. Und der Verein erhaltet den Haferkamp, so wie er früher hieß, weil wir immer dafür gekämpft haben, dass es hier erhalten bleibt, zum Verein zur Verwaltung des Haferkamps geworden ist. Also wir haben das von der Stadt für 1 Euro symbolisch übergeben bekommen und sind hier selbstverantwortlich. Das ist eben ein ganz tolles Projekt. In diesem Jahr ist was ganz Besonderes. Da haben wir nämlich die Skulpturprojekte in Münster, und zu den Skulpturprojekten machen wir Künstler vom Haferkamp auch eine Ausstellung in unserer Ausstellungshalle. Da werden wir unsere Sachen zeigen. Das ist besonders interessant, weil nach der Eröffnung der Skulpturprojekte in dem LWL-Museum ist nämlich der feiernde Teil, also die Jubelzeit sozusagen hier am Haferkamp. Da kommen die Leute alle hier hin, und dann gibt es hier eine große Fete, und wir haben dann eben auch die Möglichkeit, unsere Arbeiten in der Ausstellungshalle zu zeigen.